Aktuell zu Gast Christian W. Röhm, Wanderprediger fürs Investieren und Vermögensverwalter in einer Sache. Willkommen. Hallo. Ja, ein Zitat von Ihnen lautet: Deutsche sind zum Sparen erzogen. Jetzt könnte man sagen, okay, Sparbuch ist ja in Ordnung, im Kanzleramt ist jetzt auch ein Verfechter vom Sparbuch unterwegs, läuft doch, ja. Aber ist in Zeiten von Inflation, ist Sparbuch so eine gute Sache? Ist das einfach eine Präferenz, wo man sich aussuchen kann, oder ist das einfach gefährlich? Also in Zeiten negativer Realzinsen ist das Sparbuch natürlich keine gute Sache, vielleicht für den Notgroschen, weil man die jederzeitige Verfügbarkeit hat. Aber das kann es ja nicht sein für das gesamte Vermögen. Und das ist auch jetzt nicht erst seit 3 Monaten so oder seit 3 Jahren so, sondern wenn wir einfach mal den Tagesgeldzins nehmen, der durchschnittlich ist, von der Bundesbank auch veröffentlicht wird, davon die Inflationsraten abziehen, dann sehen wir haben schon seit etwa 10 Jahren einen negativen Realzins. Den Wanderprediger habe ich von Ihrer Homepage. Jetzt könnte man sagen, hier auf der Veranstaltung von CapTrader oder bei den Zuschauern, die eigentlich sagen mal Preaching to the Choir. Wie kriegt man dann die Leute dazu, die ein Sparbuch haben, einmal in Aktien zu investieren? Muss man dann die Zuschauer darum bitten, dass sie selbst zum Prediger werden? Oder muss man damit Angst spielen? Hey, wenn du der Oma jetzt nicht hilfst, dann schmilzt das Ganze zusammen in der nächsten inflationären Blase und dann zieht die bei dir ein. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, natürlich sich gegenseitig zu motivieren. Sparen ist ja auch nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Sparen bleibt ja eine Tugend, denn wer investieren möchte, der muss zunächst mal sparen. Der muss zunächst mal irgendwie auf Konsum verzichten, damit überhaupt etwas da ist. Was man sich übrigens gerade in diesen Zeiten auch mal leisten können muss. Also insofern reden wir natürlich hier immer aus so einer gewissen Luxusposition heraus. Und es gibt viele Menschen, die würden vielleicht gerne sparen, die können es aber nicht gerade in diesen Zeiten. Aber wer es kann, wer Potenziale entdeckt, der muss zunächst mal sparen und dann natürlich auch investieren mit ausreichend langem Zeithorizont, mit ausreichend breiter Diversifikation. Und wenn er das einmal erkannt hat, dass zum Beispiel Aktien keine Spekulation sind, sondern dass Aktien Sachwerte sind, dann ist es natürlich schön, wenn jeder selbst zum Wanderprediger wird und versucht, auch in seinem privaten Umfeld den einen oder anderen nicht zu überreden, aber vielleicht zu überzeugen oder einfach mal auf ein paar Themen draufzubringen, die mit Geld zu tun haben. Wenn nicht jeder hat Geld dafür, schon richtig, aber korrigieren Sie mich, ich glaube, die Deutschen haben irgendwie so 3 Billionen auf dem Sparbuch. Naja, das ist natürlich wahnsinnig viel Geld und da gammelt viel vor sich hin. Nichtsdestotrotz gibt es viele Menschen, bei denen einfach zum Sparen nichts da ist. Und da muss man gucken, stimmt das wirklich? Und leider, ja, es gibt viele, da ist es am Monatsende eng. Aber dann gibt es natürlich auch genügend Menschen, die könnten eigentlich zumindest so ein bisschen was machen. Und da ist vielleicht auch gerade so eine inflationäre Zeit mal ein Anlass, die eine oder andere Konsumgewohnheit zu überdenken. Also ich bin weiß Gott kein Prediger des Frugalismus, aber schauen wir zum Beispiel mal einen Angestellten, der jeden Morgen auf dem Weg ins Büro erstmal sich einen Coffee to go holt bei Starbucks. Ja, ich weiß nicht, 3,50, 5 Euro, gehen wir mal von 5 Euro aus, einfach zu rechnen. 20 Arbeitstage sind 100 Euro. Man kann auch Kaffee in der Thermoskanne mitnehmen, das ist deutlich billiger. Und dann hat man plötzlich was zum Sparen. Heißt jetzt nicht, dass man auf jede Art von Lifestyle verzichten soll. Wir sind ja alles Menschen. Aber wir wollen uns auch mal was gönnen. Nur, man sollte sich immer vor Augen halten, was bestimmter Lifestyle kostet und ob man wirklich jede Form von Lifestyle braucht oder ob man da nicht auch ein bisschen optimieren kann. Wanderprediger für selbstbestimmtes Investieren. Jetzt ist es so, ist das jetzt überhaupt da draußen mit der Inflation, ist das überhaupt noch selbstbestimmt? Sage ich, dass Aktien oder die Anlage in solche Produkte, ist das nicht alternativlos, wie die Altkanzlerin sagen würde? Naja, also alternativlos ist gar nichts und die Altkanzlerin hat mit dem Wort alternativlos eine ganze Menge Dinge durchgedrückt, bei denen wir heute uns ernsthaft fragen, musste das so sein, beziehungsweise wir haben da noch einiges auszubaden. Also alternativlos ist gar nichts, aber natürlich wird man in gewisse Dinge hineingezwungen. Man kann sich nicht dagegen wehren, dass die EZB eine dermaßen niedrig
Null- und dann Negativzinspolitik gefahren hat. Die Frage ist auch immer, was sind die Alternativen aus Notenbanksicht? Das brauchen wir dann nicht zu diskutieren. Das ist aber die Situation, die muss ich einfach mal akzeptieren. Und dann muss ich schauen, was kann ich aus dieser Situation machen? Und das heißt eben dann, wenn ich Vermögen habe, mich entsprechend breiter aufstellen. Und da bin ich bei anderen Assetklassen, die langfristig eben auch die Möglichkeit bieten, in inflationären Zeiten positive Realrenditen zu erwirtschaften. Da sind wir dann bei Sachwerten und da sind wir natürlich bei Aktien. Denn Aktien sind nichts anderes als unternehmerische Sachwerte. Da muss man ja auch bedenken, die Entscheidung für Aktien ist keine digitale Entscheidung. Ich muss ja nicht entweder 100% des Geldes auf dem Sparbuch haben oder 100% in Aktien, sondern ich kann und sollte ja auch mischen, kann mich also langsam da auch dran gewöhnen. Nur diesen ersten Schritt sollte ich machen und den sollte ich in der Tat selbstbestimmt machen und nicht getrieben von irgendwelchen Schlagzeilen, nicht getrieben von irgendwelchen Beratern, die am Ende vielleicht sogar Verkäufer sind. Niemandem ist das eigene Geld so wichtig wie mir selbst. Und folglich, wer 40 Stunden die Woche, 50 Stunden, 60 Stunden die Woche damit zubringt, Geld zu erarbeiten, der sollte doch das, was er nicht verkonsumiert, sehr, sehr überlegt investieren und da vielleicht auch mal eine Stunde im Durchschnitt pro Woche für aufbringen. Ja, viele lassen sich allerdings vom Bankberater beraten, der umsonst ist, aber am Ende des Tages, ob er dann wirklich umsonst ist, sei mal dahingestellt. Irgendwie also wir hoffen ja immer, dass er nicht umsonst ist. Ja, er gibt den Eindruck, dass er kostenlos ist. Aber wir haben ja doch häufig die Situation, dass da einfach Vertriebsziele dahinter stecken, dass bestimmte Produkte verkauft werden müssen. Es gibt sehr, sehr gute Berater, übrigens in allen Strukturen, bei Banken, Sparkassen, Volksbank, genauso wie auch im Versicherungsbereich. Nur das erkennt man häufig erst dann, wenn man selber ein gewisses Know-how hat. Und es spricht auch überhaupt nichts dafür, mit einem Berater zu arbeiten. Ganz im Gegenteil. Aber man muss sich selber in die Lage bringen, mit diesem Berater auf Augenhöhe zu agieren, wirklich Fragen stellen zu können, Dinge zu durchdringen. Denn was man nicht durchdrungen hat, was man nicht verstanden hat, wo man ein schlechtes Bauchgefühl hat, auch wenn es sich ganz toll anhört, das sollte man lassen. Übrigens genauso gut wie die Dinge, die sich einfach zu gut anhören, um wahr zu sein. Denn die sind dann häufig nicht wahr. Siehe, wenn wir jetzt mal auf den Aktienbereich schauen, Wirecard. Sie selbst sind super breit aufgestellt, von Gold bis Startups etc. Aber dem Zuschauer sind Sie vor allem bekannt als der Mann für die Dividende. Wie kam es denn zu dieser Nische? Naja, also dass Dividenden eine Nische sind, wage ich ja mal zu bezweifeln. Dividenden sind ja schon das, was irgendwann jedes Unternehmen ausschütten sollte als Beteiligung am Gewinn, als Entschädigung, als Lohn dafür, dass vom Aktionär Eigenkapital zur Verfügung gestellt wurde, gibt es eben diese Gewinnbeteiligung. Insofern ist es keine Nische. Warum bin ich fokussiert auf Dividende? Naja, nach dem Verkauf meines Unternehmens musste ich ja von irgendetwas leben. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele bessere Unternehmer und Manager als mich. Wirklich finde ich es faszinierend, dass ich mich an diesen Unternehmen dann auch beteiligen kann, indem ich über die Börse Aktien erwerbe, dass ich das sehr breit streuen kann, dass ich nicht mehr abhängig bin von einem einzigen Geschäft. Und bei der Dividende kommt halt noch eins hinzu. Es gibt den schönen Spruch, nur Bares ist Wahres. Und wenn man gerade in diesen Zeiten sich mal Jahresabschlüsse, Quartalsberichte anschaut von auch großen, gerade Technologie, aber auch Industrieunternehmen, dann stellt man fest, also die Berichterstattung zum Gewinn ist ja gar nicht eindeutig. Ja, dann gibt es den Gewinn je Aktie, den bereinigten Gewinn je Aktie, den nach Sonderfaktoren, den aus fortgeführten Geschäften. Was ist denn eigentlich der Gewinn? Das wird ja in alle beliebigen Richtungen inzwischen manipuliert. Da kann ich natürlich gucken auf eine Kennzahl wie den Free Cashflow. Die ist nicht ganz so manipulationsanfällig, die ist schon ein bisschen eindeutiger. Aber bei einer Dividende, da habe ich am Ende überhaupt nichts mehr zu diskutieren. Eine Dividende wird entweder gezahlt, dann landet sie nämlich auf dem Konto, oder sie wird nicht gezahlt. Und wenn sie auf dem Konto landet, habe ich als Anleger die volle Souveränität zu entscheiden. Ich kann das Geld wieder in das Unternehmen reinvestieren, weil ich sage auch, die machen einen ganz guten Job. Ich kann es in ein anderes Unternehmen investieren, weil ich sage, oh, ich möchte mal ein bisschen mich breiter aufstellen. Oder ich kann das Geld auch verkonsumieren. Die drei Möglichkeiten habe ich und das ist die Souveränität, die ich bei Dividenden mag. Wobei ich natürlich mir wünschen würde,
dass man die Möglichkeit der Reinvestition der Dividende in das Unternehmen, was die Dividende gezahlt hat, steuerlich begünstigen würde. Es gibt ja jetzt auch in Deutschland manchmal die Aktiendividende. In Amerika haben wir schon lange die Dividend Reinvestment Plans. Nur wenn ich das hier in Deutschland mit einem unglaublich komplexen formularbürokratischen Krempel umgarne und dann auch noch versteuern muss, ist es natürlich etwas, was Leute vom Reinvestieren abhält. Da sollte natürlich der Finanzminister auch endlich mal zeigen, dass er in der Praxis ein Herz für Aktionäre hat und nicht nur im Wahlkampf. Sie verstehen es auf jeden Fall, die Dividende sehr gut zu verkaufen. Auch mit so Catchphrases wie cool bleiben, Dividende kassieren oder Dividendenadel. Braucht man das, um den Deutschen vom Sparbuch wegzulocken? Natürlich. Wir brauchen ja für alles Narrative. Robert Shiller hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie der Aktienmarkt und letztendlich die ganze Wirtschaft durch Narrative gesteuert wird. Und wenn Sie schauen, wie so politische Diskussionen ablaufen, was sich in den letzten 5, 6 Jahren in Deutschland getan hat, da sehen Sie, wir leben alle von Narrativen. Die Narrative müssen halt nur tragfähig sein, sie müssen glaubwürdig sein. Und sie müssen auch zur psychischen Situation von Menschen passen. Und da ist cool bleiben und Dividenden kassieren schon ein wesentliches Thema. Weil man sieht immer diese wunderbaren logarithmischen Charts, die dann über 30, 40, 50, 60 Jahre sind, Renditedreiecke und alles ist am Ende grün. In the long run geht alles aufwärts. Aber Keynes sagt uns ja auch, in the long run we're all dead. Und wenn man immer nur die Fokussierung darauf hat, dass man langfristig immer mit Aktien Geld verdient hat, ist das fein. Aber wenn wir Phasen haben, wie aktuell, wo man selbst in einem S&P 500 mal 20% Rücksätze hat, wo andere einzelne Aktien noch deutlich weiter liegen, wo wir wissen, dass es durchaus sein kann, dass Aktien auch mal große Indizes 30%, 40%, 50% im Minus liegen, da müssen wir natürlich auch akzeptieren, der Mensch braucht etwas zum Durchhalten, ein Signal. Es ist zwar alles schlecht, die Medien tönen Crashmeldungen, aber interessanterweise, Unternehmen arbeiten nach wie vor, Unternehmen verdienen nach wie vor Geld und sie schicken ihren Aktionären Grüße. Nur eben keine Grußkarten, sondern Cashgrüße im Depot in Form einer Dividende. Und das psychologische Moment, das darf man nicht unterschätzen, gerade wenn es um das Durchhalten von Aktienstrategien auch in schwierigen Zeiten geht. Gleichzeitig muss man natürlich dafür sorgen, dass der Preis für dieses Durchhalten, der Preis für diese psychologische Hilfe, für diesen, na, nennen wir es ruhig Ankereffekt, nicht zu hoch wird. Deswegen eine alleinige Fokussierung immer nur auf fette Prozente, auf hohe Dividenden, die ist natürlich kritisch und geht, das zeigen alle Studien, langfristig sehr deutlich zu Lasten des Gesamtertrages. Einer unserer Azubis, der macht das sehr greifbar, die Dividende. Der rechnet sich das immer so aus. Oh, schon wieder 2,5 Döner gekriegt. Haben Sie sowas Ähnliches bei sich? Natürlich, die Dimensionen sind größer. Sagen Sie sich, oh, jetzt schon wieder ein Gurski dabei? Naja, also für einen Gurski, da muss ich ein bisschen was zusammenlegen. Da ist ja, die Preise da sind ja gestiegen. Nein, ich rechne mir das jetzt nicht in dieser Form um, weil ich zum Glück auch noch ein paar andere Einnahmen habe. Aber was für mich halt immer ein Thema ist, ich freue mich über jede Dividende. Ich gebe tatsächlich auch jede einzelne Dividende selbst ein in mein Excel-Tool. Allein auch, um die steuerlichen Themen zu prüfen. Da entdeckt man ja trotzdem, gerade bei ausländischen Werten, immer wieder was. Man muss sich Quellensteuern zurückholen und man kriegt einfach auch ein Gefühl für die Unternehmen. Man nimmt sich das dann kurz vor. Und ich nutze ganz gerne natürlich auch bei ausländischen Unternehmen die Möglichkeit zur Dividendenreinvestition. Um beim Gurski und der Kunst zu bleiben, Sie sind Aufsichtsratsvorsitzender von Wang Fine Arts. Ist das auch so der Luxus, den Sie sich gönnen, dass Sie sich so auf Investitionen konzentrieren, die Ihnen auch so gefallen, oder würden Sie sich auch beim Unternehmen für Einlegesuchen investieren? Wenn es ein gutes Unternehmen ist schon. Also ich bin extrem wählerisch immer gewesen, was Beteiligung an Unternehmen angeht. Wang Fine Art kenne ich seit der Gründung. Vor 20 Jahren habe ich den Vorstand und Firmengründer Rüdiger Wang kennengelernt. Ich habe ja ein paar Projekte im Kunstmarkt auch mitbegleitet an der Schnittstelle zum Finanzmarkt.
bin also sehr, sehr lange dabei und ich habe da natürlich wirklich Spaß, aber das ist für mich kein Luxus, sondern also Aufsichtsrat ist zunächst mal Arbeit, die furchtbar schlecht bezahlt wird. Lohnt sich natürlich nur, wenn man dann auch über die Aktien entsprechend partizipieren kann. Aber Aufsichtsräte sind ja in Deutschland erstmal sehr benachteiligt. Es wird immer mehr, was der Regulator fordert von Aufsichtsräten. Wir sollen immer genauer hinschauen. Wir haben immer mehr Haftung als Aufsichtsräte. Gleichzeitig können Unternehmen Aufsichtsratsvergütungen ja nur zur Hälfte steuerlich ansetzen. Also Aufsichtsrat wird man vielleicht in der DAX- und MDAX-Liga aus finanziellen Motiven. Ansonsten macht man das, wenn man ein Unternehmen wirklich spannend findet und weil man an der Stelle als Kontrolleur und als Ratgeber, ja, Aufsicht und Rat mit dabei sein will. Da habe ich sicherlich interessante Insights gehabt und ich freue mich, dass wir da in den letzten Jahren das Unternehmen als Aufsichtsrat gemeinsam mit meinen Kollegen Patrick Kiss, Florian Illis und Dietrich von Frank sehr, sehr gut weiterentwickeln konnten, was natürlich immer jetzt auch dann Ansporn ist für die Zukunft. Da ist viel zu tun, aber der Kunstbereich ist ja ein Sachwertmarkt, sind ja nicht nur irgendwelche Collectibles wie jetzt Turnschuhe, sondern es geht schon ein bisschen weiter. Und ich glaube, dass da gerade im Bereich Fraktionalisierung, Tokenisierung, Digitalisierung spannende Möglichkeiten sind, um auch zusätzliches Geschäft zu generieren. Aber das sind alles Themen, die werden sich nicht auf ein, zwei Jahre materialisieren, sondern wie auch bei anderen technischen Themen wird es an der Schnittstelle zwischen Kunstmarkt und Finanzmarkt so sein, dass man die kurzfristige Dynamik überschätzt und die langfristigen Möglichkeiten eher unterschätzt. Mit den Kapitalkontrollen mittlerweile, die immer mehr eingeführt werden, ist so ein Kunstobjekt ja nicht verkehrt. Ne? Wenn ich jetzt Ukrainer wäre, ist einfacher, mit einem Gurski über die Grenze zu fahren, als mit Dollar. Ja, das ist, glaube ich, ein generelles Problem von allen Sachwerten, die mobil sind, dass sie immer so an diesem Rande der Geldwäsche oder der Vermögensverschleierung sind. Das kann aber kein Geschäftsmodell sein. Das kann auch nicht das Geschäftsmodell von Kryptowährungen sein, dass man sagt, naja, wir bauen da so ein Schattenfinanzsystem auf, wo am Ende Erpresser und Drogenhändler wirklich von profitieren, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind natürlich als AG im Kunsthandel immer schon 100% weiß gewesen, also aufgrund der ganzen Struktur. Und das ist natürlich auch eine Mission, wenn man ernsthafte, institutionelle Investmentnachfrage auch in den Kunstmarkt reinbringen will, dann geht das nur mit Lösungen, die 100% transparent und regulatorisch sauber sind. Und deswegen dauern vielleicht auch manche Dinge so bei Tokenisierung, Fraktionalisierung ein bisschen anders, wenn man es dann auch so macht, dass man es in Einklang mit der BaFin entwickelt und nicht einfach irgendeinen regulatorischen Schnellschuss macht. Aber wir brauchen da Regulierung, genauso wie bei den Kryptowährungen, gerade um das aus einer Nische rauszuholen und um das in die Breite zu tragen. Wer gegen Regulierung ist in Collectibles-Märkten und bei Kryptomärkten, der ist letztendlich für eine dunkle, düstere Nische. Und das wollen wir nicht. Das meine ich gar nicht so, dass das nur Verbrecher und Mafia-Strukturen nutzen. Ich meine tatsächlich, dass man das in so einem Krisenfall, wie wir jetzt in der Ukraine erlebt haben, eine Alternative hat zu Bargeld, ne? Ja, Alternativen zu Bargeld, das versuchen ja viele. Da ist ein Kunstobjekt natürlich als heterogenes Gut, solange wir über Unikate sprechen, auch immer immer kritisch. Ja, man kann es auch nicht so einfach mitnehmen. Na, also wenn Sie so einen Anselm Kiefer haben, dann brauchen Sie natürlich schon einen sehr, sehr großen Laster oder einen Tieflader, dann wird es auch schwierig. Also als Tauschgeld sind dann vielleicht auch Uhren die bessere Möglichkeit, weil sie A, ein homogeneres Gut sind, weil sie einfacher zu transportieren sind, weil sie schlichtweg kleiner sind, weil vielleicht auch bei vielen Menschen die Annäherung an eine Uhr mehr ist als an einen Kunstmarkt. Das sind dann natürlich solche Verfügbarkeit in Extremsituationen, ganz, ganz besondere Themen. Für mich geht es eher darum, dass man guckt, haben wir hier bei Kunst oder auch bei anderen Collectibles wirklich etwas, was man als Assetklasse sinnvoll verbriefen kann? Und wie kann dabei auch Digitalisierung helfen? Zurück zur Aktie. Würden Sie dem Anfänger da draußen empfehlen, hey, Dividendentitel oder auch schon mal so ein Start-up dabei haben, der noch keine Dividende hat? Naja, also es gibt einen Unterschied zwischen Start-up und Unternehmen, die noch keine Dividende zahlen. Also
Alphabet, Amazon zahlen jetzt keine Dividende, sind aber alles andere als Startups. Und ich würde auch gar nicht immer so diesen Glaubenskrieg aufmachen. Hier Dividende, dort Wachstum. Also früher oder später hat noch jedes erfolgreiche Unternehmen Dividende gezahlt. Ja, siehe eine Microsoft, siehe eine Apple, irgendwann haben sie angefangen. Aber da muss man gar nicht hinkommen, gerade nicht beim Anfänger. Ein Anfänger sollte einfach sich überlegen, dass Aktien nicht irgendwas sind, was einfach wild schwankt, sondern es ist nur die Börse, das ist nur der Preis, sondern Aktien sind zunächst Beteiligungen an unternehmerischen Sachwerten und damit Beteiligungen am volkswirtschaftlichen Vermögen, am Wohlstand, an Innovation und Fortschritt. Und wenn man sich jetzt, das ist ja die grundsätzliche Situation, nicht zutraut zu sagen, also das und das Unternehmen, das sind jetzt wirklich die Bringer der nächsten 10 Jahre, warum nicht die Möglichkeit nutzen, gerade als Einsteiger breit gestreut zu investieren mit ETFs, 1, 2, 3 ETFs, sind ein wunderbares Fundament und das ist wie bei einem Haus, erstmal legt man das Fundament, dann baut man das Haus und wenn das Haus dann steht, dann kann man auch gucken, wie man das Dachgeschoss ausbaut und ob man dann goldene Wasserhähne braucht oder ob Silber auch tut, dann kann man sich mal an bestimmte, ja, riskantere Formen heranwagen. Dann kann man auch mal vielleicht ein börsennotiertes Start-up mit reinnehmen, aber immer alles in der feinen Dosierung und erst dann, wenn man eine saubere Basis gelegt hat. Seit einigen Jahren gibt es so einen tollen Spruch, Dividende ist der neue Zins. Da sagen Sie bestimmt, das ist zu kurz gegriffen. Ja, natürlich ist es zu kurz gegriffen, weil es sind ja zwei unterschiedliche Themen. Zins ist eine fixe Prämie dafür, dass ich jemandem Kapital für eine bestimmte Zeit überlasse. Steckt ja auch dann die Erwartung dahinter. Also der darf nur nicht pleite gehen. Ob der jetzt mit dem Geld was Gutes macht oder nicht, das ist ja völlig egal. Hauptsache, der geht nicht pleite und kann neben dem Zins irgendwann auch zurückzahlen. Bei einer Aktie, sprich der Basis für eine Dividende, bin ich einfach unternehmerisch mit im Boot. Und die Dividende ist halt eine Gewinnbeteiligung. Und auch bei Unternehmen, die schon seit 50 Jahren ihre Dividende niemals gesenkt und meistens angehoben haben, ist die Dividende halt nicht 100% sicher. Und ein Unternehmen kann wunderbar weiter existieren, auch wenn es keine Dividenden mehr zahlen sollte. Während wenn ein Unternehmen seine Kredite ausfallen lässt, dann ist meistens die Insolvenz da. Insofern, es sind zwei völlig unterschiedliche Seiten derselben Unternehmensfinanzierungsmedaille. Und dieser Spruch, Dividende ist der neue Zins, der macht mir immer ein bisschen Angst, weil er spielt mit so einer falschen Erwartungshaltung. Zins ist wirklich diese Sicherheit, auch dass man das Geld irgendwann zurückbekommt. Ja, und das ist bei der Dividende nicht. Die Dividende ist nicht sicher und dass ich das, was ich eingesetzt habe, irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zurückbekomme, das kann mir eben auch keiner garantieren. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr groß, aber da sind wir wieder beim Thema Narrative. Das mag ein schönes, ein einfaches Narrativ sein, aber ich halte es einfach für unverantwortlich, weil es Menschen auf der Risikoseite aufs Glatteis führt. Ein Zitat von Ihnen ist auch, ich sehe Aktien, Dividendenaktien wie vermietete Immobilien. Solange der Mieter brav zahlt, auch wenn der Aktienpreis nach unten geht oder der Hauspreis nach unten geht, muss ich nicht verkaufen. Gilt das immer oder gibt es da Ausnahmen? Naja, also ich muss mir den Mieter natürlich dann auch noch ein bisschen angucken. Also es ist nicht nur wichtig, dass er zahlt, nur wenn er regelmäßig Partys feiert, die dazu führen, dass die Immobilie langsam verloddert, wenn er untervermietet an 8 nicht so fröhliche Gesellen oder wenn ich mitkriege, na, der hat jetzt also schon seit 5 Monaten keinen Job mehr und das wird an mich eng, dann mache ich mir natürlich meine Gedanken. Da muss ich auch vielleicht irgendwann handeln. Genauso ist es im Depot. Natürlich die Dividende, der Gruß vom Unternehmen ist schon mal ein sehr, sehr positives Signal, aber den muss ich natürlich regelmäßig auch einordnen, insbesondere in die Situation der Unternehmenslage, Vermögenslage, Ertragslage. Sprich, wird die Dividende nicht nur gezahlt, sondern wird sie auch operativ verdient. Also Ausschüttungsquote ist an der Stelle ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Insofern auch gucken, wie das Geschäft läuft. Cashflow ist eine gute Indikation dafür, aber auch natürlich immer Umsatz. Ja, Umsatz gilt ja so in Finanzkreisen immer so als eine etwas schmuddelige Kennzahl nach dem Motto, ja, das brauchen wir nicht, wir müssen gucken, was unterm Strich ist, das ist richtig, aber es soll ja das unterm Strich über die Zeit mehr werden. Wir wollen steigende Gewinne als Voraussetzung für steigende Dividenden haben. Nur das unterm Strich wird nicht mehr, wenn das ganz oben in der Topline, wie man heutzutage so schön sagt, nicht auch mehr wird. Also Unternehmen müssen schon in der Lage sein, ihr Geschäftsvolumen
zu erhöhen, damit sie auch höhere Dividenden zahlen können. Denn irgendwann sind die Effekte von Sparrunden, von Rationalisierungsprogrammen und auch von Aktienrückkäufen, die ja zumindest den Gewinn je Aktie erhöhen, ausgeschöpft. Und wer dann noch wachsen will, braucht einfach funktionierendes Geschäft. Und das gilt natürlich gerade in diesen inflationären Zeiten. Also wenn wir Preissteigerungen sehen, allein bei den Verbraucherpreisen von 8% und ein Unternehmen schafft es über längere Zeit nur, seinen Umsatz zu halten, nominal wird das ja real sogar weniger. Also insofern bei aller Leidenschaft für die Dividende, das ist ein sehr, sehr guter Primärindikator, aber das Umfeld, sprich, wie sieht die Immobilie aus, wie ist sie bewirtschaftet, es spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Ja, sehr lesenswertes Buch, cool bleiben und Dividende kassieren. Cool bleiben, die Kinder, ihr Sohn, die haben kein Problem, cool zu bleiben, selbst wenn der Markt nach unten geht. Ist das leichter für Eltern, für die Kinder anzulegen? Vermutlich ist es für die meisten Eltern leichter. Ja, weil das insbesondere, wenn man das Depot aufs Kind hat, dann kann man, zahlt man Geld ein, aber man kriegt das Geld ja sowieso nicht mehr zurück. Es wäre ja dann Veruntreuung. Also dann ist man auch nicht in der Versuchung, ach, soll ich jetzt doch mal, sondern sagt man, hey komm, das Kind hat noch 15, hat noch 10 Jahre oder selbst noch 8 Jahre Zeit, bis es mal irgendwann ans Geld muss. Man zieht einfach den Sparplan weiter durch. Insbesondere, weil das Kind ja auch keine Fragen stellt, weil es in der Regel einfach gar nicht weiß, dass dieser Sparplan da ist. Und das ist natürlich für denjenigen, der sich das leisten kann, eine ganz, ganz wichtige Sache, seinem Kind diese Starthilfe mitzugeben. Und insbesondere ist es ja auch eine Erleichterung für einen selbst, denn also gerade wenn das Kind dann mal 18 ist, dann kommen ja erst die richtigen Wünsche und dann geht es ums Studium. Das kann ja auch alles relativ teuer werden. Und wenn man dann schon mal ein Vermögen angespart hat, aus dem man dann diese Leistungen bestreiten kann, ist es natürlich sehr wichtig. Und dabei kann natürlich gerade so ein Aktiensparplan, Fondssparplan, ETF-Sparplan sehr, sehr gute Dienste leisten, weil man sich auch diese ganze Arbeit der Analyse von einzelnen Aktien komplett erspart. Eltern haben ja häufig auch noch viele andere Themen um die Ohren und man kann das einfach automatisieren. Vielleicht bräuchte man auch einen schönen Catchphrase, mit Kindergeld zum Millionär. Ja, das kann man machen. Das sieht man auch manchmal bei Medien, wo dann immer diese Sache mit einem Millionär geschrieben wird. Das ist auch ganz toll, aber da muss man jetzt auch mal realistisch sein. Mit 100 Euro im Monat wird niemand Millionär. Und an der Börse reich zu werden, mit Aktien reich zu werden, ist sicherlich auch nicht das primäre Ziel für Menschen, die einen ganz normalen Job haben. Also zumindest, sagen wir mal so, bis zum 50. ist es ja schon sehr häufig so, dass der höchste Hebel auf die eigene Vermögenslage und auf die eine Einkommenslage bei den meisten Menschen das Arbeitseinkommen ist und die optimale Verwertung desselben. Insofern geht es da nicht darum, an der Börse reich zu werden, aber sich einen Beitrag dafür abzuholen, dass man nicht arm wird. Danke für das Interview und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Sehr gerne, danke.